Herzlich willkommen zur legendären Whisky Game Show! So ist das, Alter. Ich bin mehr als bereit, weil ich bin heute euer Thomas Gottschalk, Günther Jauch, Saw, mir egal. Ihr werdet heute massakriert. Geil. Es gibt heute wieder 4 Spiele. Spiel Nummer 1, Who Knows, im Prinzip eine Filmverkostung. Auf die Punktevergabe gehen wir gleich nochmal genauer ein. Spiel 2, die verlorene Brennerei. Spiel 3, Flaschenpost. Und Spiel 4, nah dran. Seid ihr bereit? Nein. Ja. Auf jeden Fall gibt es am Ende wieder eine Bestrafung. Der Verlierer, oder noch besser, ich hoffe drauf, die Verlierer, hoffentlich alle gleich viele Punkte, dürfen alle meine Kreation Richard Patterson, sein Großenkel, Alter, hat was bestens zusammengeblendet für euch und ich hätte gar keinen Bock zu verlieren, ich sag's euch. Also, wir gehen zu Spiel Nummer 1. Who knows? Insgesamt sind 50 Punkte möglich bei dem Spiel. Also die 50 Punkte bei Who Knows werden unterteilt in 10 Punkte für die Fassart, 10 Punkte für die Volumenprozente. Da habt ihr aber ein bisschen Spielraum von minus 2 und plus 2 Prozenten. Das heißt, ihr sagt, ich glaube, der hat 46 Prozent, er hat aber 48. Dafür gibt es trotzdem die 10 Punkte. Alter des Whiskys, da genau gleiches Spiel, 2 plus minus. Noch 10 Punkte für die Brennerei. Wenn ihr alle 4 richtig habt, werdet ihr mit 10 extra Punkten belohnt. Das heißt, dafür könnt ihr 50 Punkte holen. Let's go! Puh, schon wieder übelst nervös, Alter, was geht. Aber absolut geil, absolut Bock. Endlich mal wieder was zu zippen. Ja, Blind Tasting. Immer sehr interessant. Ihr glaubt es nicht, dieses Blind Tasting, das erzeugt immer so eine unfassbare Nervosität am Anfang, bevor man dann endlich rein darf und testen darf. Das ist, also die Farbe sieht auf jeden Fall schon mal richtig schön aus. Rein von der Farbe her dürfte auf jeden Fall schon mal irgendwas in Sherry Finish oder sowas sein. Kein heller Goldton, es geht schon in so eine dunkle Richtung. Ja, schwer zu sagen. Eigentlich so eine Mischung aus einem dunklen Sherry und einem hellen Bourbon. Boah, der haut rein, Alter. Krass. Auf jeden Fall ordentlich Prozente. Also es ist auf jeden Fall ein Whisky. Schon mal sehr, sehr gut. Alter, der hat auf jeden Fall mal... Der hat ordentlich Power. Mal Fakt Nummer 1. Von der Nase her schätze ich es auf jeden Fall schon mal sehr hoch ein. Fassstärke würde ich fast sagen. Das ist schon so eine Kräuternote auch. Also ich denke mal... Sherry, aber könnte sogar PX sein. Schon eine Fruchtigkeit, aber ich habe sofort so eine Richtung, ja, von so einem Weinfass, also so den Einfluss von einem Weinfass habe ich. Ansonsten finde ich aber auch gerade einen sehr, sehr herben Charakter eigentlich. Aber es ist fast kompliziert, an dem Alkohol vorbeizukommen. Ja, der riecht fast nach Lack. Also es ist extrem, also Nagellackentferner. Mal probieren und Aal. Boah, damn. Also in der Nase hatte ich nur ein leichtes Stechen, aber jetzt im Mund, der hat schon ordentlich Power, bin ich mir jetzt schon sicher. Ich lasse mir natürlich noch ein bisschen Zeit, aber spontan würde ich auf deutlich über 50% tippen. Also wir haben auf jeden Fall Fassstärke. Der hat ordentlich Power, also sehr, sehr ordentlich. Ich habe immer noch diese Nagellack- und Haarspray-Note. Ich gehe davon aus, dass der Alkohol nicht so in die Fresse bombt, weil er jung ist, sondern weil er echt einfach viel hat. Deswegen vom Alter muss ich gleich nochmal ein bisschen in mich gehen, aber er ist nicht ganz so jung, glaube ich. Oh, PX würde ich jetzt ausschließen. Hier vielleicht sogar Rotwein. Diese Fruchtigkeit hat er immer noch, aber... Ja. So ein leicht verbrannter, so eine verbrannte Note von einem ausgekohlten Fass zum Beispiel. Diese Noten, diese Lack- und Haarspray-Note, die ich habe, treibt mich irgendwie direkt in die PX-Richtung. Aber ich war echt trocken. Krass.
Ah, das schmeckt ja geil. Was geht ab? Krasser Scheiß. Schon eine sehr starke Alkoholnote. Vermutlich auch nicht allzu alt, dieser Whisky. Ich habe einfach beim PX ganz oft diese Haarspray oder diese ein bisschen verbrannte Note, fast möchte ich es nennen, die habe ich einfach in dem PX-Fass. Könnte doch ein PX sein. Fuck. Ich würde auf jeden Fall sagen Highlands, vielleicht sogar Speyside. Boah. Ich lege mich auf jeden Fall auf den PX fest. Ich sag, es sind 55%. Und um die 12 noch mit drin zu haben und gehe ich auf 14 Jahre. Ich hab ne Muffigkeit, ich bleibe bei der Muffigkeit. Ich gehe mit Glenrothes. Ich glaube nicht, dass es stimmt, aber das ist die Brennerei, die mir jetzt, wo ich mich am ehesten zu hingeschoben fühle mit dem Whisky. Also ich lege mich jetzt mal auf zwei Dinge schon mal fest. Die kann man gleich mal hier einloggen. 57 Volumenprozente, 8 Jahre. Guten Schotte wird schon sein. Ich tippe sogar fast auf Speyside. Gibt natürlich auch Brennereien, die da nicht in Frage kommen würden, aber so vom Großen und Ganzen. Ich lege mich jetzt auch auf ein Speyside-Paradebeispiel fest. Das wäre Eberlauer in dem Fall. Und Fass. Birben habe ich ausgeschlossen. Die erste Vermutung war irgendein Weinfass. Ich lege mich jetzt auch nicht auf ein typisches Sherry-Fass fest. Ich gehe eher auf so ein Likörwein. Ich lege mich jetzt einfach mal auf ein Amontillado Sherry-Fass fest. Also ich sag auf jeden Fall PX, 12 Jahre, 53,3 Volumenprozente und ja, ich sag einfach Strathmill, aber das ist glaube ich falsch, aber mir fällt jetzt nichts anderes ein, was passen könnte. Wie habt ihr es empfunden? War ihr angespannt? War ihr leicht nervös? Überhaupt also, gar nicht, das war perfekt. Nervös nicht, aber... Dass ich das Glas nicht fallen gelassen habe. Ja, ich hab also, gesagt. War nicht einfach, sag mal so. Ich sag mal so, es kippt eine Nullnummer. Ach, damn, Alter. Fass ab. Marcy, sagt er ein Amontillado. Douglas, sagt er ein PX. Kai, sagte PX. Wir haben kein Port. ich hätte auch Fuck, Alter. Port gedacht. Fuck! Ja, aber krass. Port hatte ich eigentlich nie so wirklich im Kopf. Nein, Port hatte ich nur im Kopf, weil der Typ Port Bleed. Weil ich dachte, ja, wenn der ein Whisky aussucht, Port. Aber für mich war so viel Lack und metallische Schärfe. Also es hat für mich nicht nach Port geschmeckt. Ja. So eine Maggi-Note plötzlich und auch so eine leichte Plastik und so. Ja, genau. Bisschen Schweden auf einmal habe ich mir dann wahrscheinlich auch eingebildet. Geschenkt oder was, ey. Wahrscheinlich bei mir war es auf jeden Fall PX, also der Besuch. Also, wir kommen zu den Volumenprozenten. Spannend. Alkoholgehalt. Ja. Marcy, 57. Douglas, 53,3. Kai, 55. Und wir haben 59,4. Alter. Ciao, Alter. Alter, kriegen wir alle 0. Bei dem ist halt übel knapp, Alter. Wir haben 0,4. Super. Danke, Merkel. So stark. Dann ist er vielleicht doch wieder jünger. Alter, aber das hat so gepasst. Der hat so gebrannt im Mund. Ja. Alter, was für ein Riesel. Ich dachte 57 wegen plus minus. Ja. Manchmal vertut man sich ja ein bisschen. Deswegen habe ich noch eine Kommastelle eingebaut. Genau, normal hast du eine Kommastelle. Ja. Und bei dir, du sagst schon mal in deinem Part, hohe 50er fuck. Bereit. Und ich denke mir, Legende, der kommt drauf. Ja, und dann sagst du 55. Kommen wir zum Alter. Ich schwitze bei der Auflösung fast mehr. Marcy, 8 Jahre. Oh, so jung. Douglas, 12 Jahre. Kai, 14 Jahre. Oh, ich geh mich hängen. Wir haben 10. Ja, Alter! Alter, Alter! Ah, da, ich hab Alter! Und der überlegt, ob er 12 sagt? Alter, nee, 14. Alter. Das ist halt auch wieder einfach bitter. Ich wusste nicht, ob dieses Scharfe nur vom Alkoholgehalt kommt oder halt doch auch vom Alter. Und da ich halt die ganze Schärfe, klar habe ich es auf den Alkohol geschoben, aber die Begleiterscheinung habe ich aufs PX-Fass geschoben. Und damit war er für mich dann im Kopf die ganze Zeit älter und nicht gerade ganz so jung. Deswegen, Alter, wie peinlich, Alter. 10 Punkte da und da.
Maschallah. Da sieht's doch nicht aus. Und dann kommen wir zur Brennerei. Marci. Ah, warte. Es gibt eine Nullnummer. Stimmt. Geil. Ja, stimmt. Ja, warte, komm, vielleicht du. Ja. Also, Brennerei. Ja, komm. Geh einfach weg. Alter. Scheiß auf den. Ja, ja. Null. Also, Marci. Erbelauer. Doug. Treffner. Ja. Kai. Glenn Rodgers. Es sind tatsächlich. Ja. Also, Glenn Rodgers wird es nicht sein, auf jeden richtig. Fall. Richtig. Glenn Rodgers ist schon falsch. Nicht. Aber. Ja. Ich habe sogar den Ansatz verstanden, weil er eine Muffigkeit hat, die ich in dem Whisky auch habe. Ja. Und hätte mich auch hinleiten können, wenn ich ihn blind hätte. Aber Headset, weil ich weiß, welcher es ist. Nee. Ja. Ihr seid aber alle mit der Region recht nah beieinander. Ja. Brennerei lautet. Glen Ke Dan. Was? Scheiße. Damn, Alter. Ja. Krass. Fuck. Ich hatte sogar noch. Kurz Glencairn im Kopf, Alter. Ich wollte erst noch Glencairn sagen, ja. Alter. Da hättest du mal gemacht. Da hättest du ja Punkte. Also man hat fuck, ja, Glencairn ist ja echt eine geile Brennerei mit geilen Whiskys und einem geilen Charakter. Ja. Aber der hatte so viel Power einfach, dass es sich auch Eberlauer habe ich einfach nur geraten. Das ist die Bottle, unabhängig abgefüllt von Whisky Chamber, keine Farbe drin. Hätte ich euch niemals eingeschenkt mit Farbe. Keine Kältefiltration. Die 10 Jahre Glencairn 59,4 ja, Port. Bitte. Ja, die 0,4 sind bitter. Vielleicht kann man noch erwähnen, die Flasche ist ja schon offen, uns fehlt ein bisschen was. Vielleicht ja. Hat er ein bisschen an Volumenprozente verloren. Aber wir fackeln gar nicht lang rum. Ja. Wir gehen ins nächste Spiel. Die verlorene Brennerei. Regie, die spannende Musik, bitte. Danke. Noch mehr Spannung. Ja. Wir gehen jetzt einfach mal auf die Suche, welche Brennerei gesucht wird. Die ersten Stills, die erworben wurden bei dieser Brennerei, waren vorher bei Lagavulin bzw. Glenelben im Einsatz. Kann man. Okay. Perfekt, ich weiß es, aber ich warte noch kurz. Der erste Single Malt wurde 1973 abgefüllt. Die Brennerei, die gesucht wird, heißt, wurde allerdings 1892 schon gegründet. 1973 sind erst schon abgefüllt, oder was? Mhm. Okay. Davor haben wir es ja immer alles ins Meer geschüttet. Ja. Ja, natürlich. SWC-typischer Fakt. Die Fermentationszeit, die liegt bei 68 Stunden. So, dann haben wir jetzt mal ein paar aggressivere Fakten, die euch vielleicht mal ein bisschen mehr auf die Sprünge helfen. Die Brennerei betreibt eine eigene Mälzerei, die etwa 15% des Eigenbedarfs deckt. Und sie baut diese Gerste sogar teilweise selber an. Ich lasse dir natürlich immer ein bisschen Zeit zum Überlegen. Waren jetzt ein paar Hinweise, die noch nicht ganz so leicht waren, aber... Eine dieser Gerstensorten lautet Concerto. Die Brennerei repariert auch selber Fässer. Hier ist der Passer, oder? Nur, dass ich es gleich weiß. Ja, wenn du jetzt schreist, drücke ich da irgendwo drauf. Okay. Pass. Wir sind in Schottland und sind nicht auf einer Insel. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, bei Concerto Gerste wirst du Bescheid. Ich hätte es gewusst. Es gibt ein paar. Ja, Concerto benutzen viele. Aber mit den Fakten habe ich gedacht, ne? Wir haben auch ein Video von dieser Brennerei auf unserem Kanal. Ich sag Belvini. Genau. Ja, Mann, ich hatte auch Belvini, ich bin so geil! Also ich habe an die gedacht, aber fuck! Nur 15%. Ja. Ich wollte sagen, Alter. Das war das, was mich schien. Aber als die dann noch nur Fässer repariert haben und das mit dem Lagavulin habe ich, meine ich, da in die Ecke geschoben. Und dann das, bei den 15% bin ich wieder ausgestiegen, weil ich dachte, nee, die machen mehr. Weil ich gut auf besser reparieren, war ich wieder da. Ich dachte dann, auch mit, also zwar selber, also vor allem auch Concerto, ganz klar. Ja, richtig. Ja, aber
Aber fuck, ich war auch bei 15%. Ich dachte, ja, ich dachte, es mehr ist. Herzlichen Glückwunsch, sind 10 Punkte und damit steht es komplett unentschieden. aber das war mir jetzt auch extrem wichtig. Das ist ja nur gerade eben. Ich weiß, dass mir das übelst bekannt vorkommt, aber... Geht so ein bisschen, bisschen in die Gin-Richtung, würde ich. Also eine größere Gin-Flasche, weil sie einfach unten gerade ist. Also ganz auffallend sind hier unten diese Einkerbungen. Also ein relativ schöner, großer Korken. Fuck. Ich habe meine Finger jetzt hier gerade schon und heb's daran hoch. Die hat hier ja so Mulden und kein größeres Etikett. Das muss man auch einfach mal so in den Raum stellen. Das Ganze ist ein bisschen schwitzig, wahrscheinlich von den schwitzigen Händen von den davor. Ja, das ist ja übel nass. Was haben die gemacht? Oder mit am entscheidendsten ist eigentlich, dass es kein größeres Etikett hat, sondern den Schriftzug an sich direkt auf die Flasche gedruckt hat. Das Gute ist, es gibt ja nur eine 50-50 Chance. Entweder habe ich es halt richtig oder falsch. Nee, Alter. Aber der Korken ist relativ klein. Dann kommt hier nur diese kleine Wölbung. Müsste wahrscheinlich echt scheiße sein zum Einschenken. Die Etiketten. Hat die überhaupt welche? Haben sie wahrscheinlich schon mit dem Schweiß aufgelöst von den anderen? Fuck. Also, ich habe eine im Kopf sogar, wo mir das schon mal aufgefallen ist. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Und das passt auch mit dieser vielen Schrift hier drauf. Ich hab irgendwas im Kopf, dass es gibt eine Brennerei, die hat hier unten, oder die hat irgendwie von den Gründern sozusagen, oder jedes Loch steht für einen Gründer, irgendwie sowas in die Richtung, könnte jetzt hier passen. Das Blöde ist natürlich nur, dass ich die Brennerei gerade nicht mehr weiß. Ah, mein Aquarium. Ich hab keine Ahnung, weil du mich heißt. Trauch mich's nicht zu sagen, weil ich echt Schiss hab. Aber wenn's die ist, die ich vermute. Also irgendwas ist auch im Korb. Also ich bin mir sicher, das ist kein Schottisch und ich kenne die Flasche, ich weiß, wie sie aussieht, aber ich weiß nicht, welche Brennerei, Alter. Komm da drauf, Alter. Welche Brennereien haben viele Gründer? Stowning. Aber die haben eine ganz andere Flaschenform. Und aus Deutschland kommt es auch nicht, weil es ist ja keine 0,5 Liter Gin-Flasche. Gut, wir müssen auch mal zu einem Ende kommen. Es kamen für mich jetzt nur zwei in Frage und Stowning ist nicht. Deswegen tippe ich jetzt auf. Es ist kein Schotte, wenn ich richtig lieg. Und aufgrund der Gin-Flasche oder diese Gin-Form. Ich weiß nicht, also ich bin mir sicher, dass es kein Schotte ist, aber und bin mir sicher, dass es irgendein exotisches Land ist, aber komm nicht drauf. Keine Ahnung. McMurra aus Schweden. McMurra. Wir melden uns zurück aus der Zentrale. Alle haben ihren Tipp abgegeben. Was es geworden ist, sehen wir gleich. Wir gehen mal schön der Reihe nach. Doug hat gesagt, Marci hat gesagt McMurra. Kai hat gesagt McMurra. Und die Bottle basiert auf dem Design der Gründer. Die acht Dellen. Mark fucking Mirror. Geil.
Ich hab's nicht gewusst mit der Geschichte. Ich hab nur. War ich kurz stolz? Mit der, so, mit der Ding. Ja. Ich hab die also hinten gespürt und wusste, es muss was sein mit irgendeiner aufgedruckten Flasche und wusste auch sofort, es ist kein Schotte. Aber ich hab die vorderen Teile hier, habe ich alle gar nicht gespürt. Aber gut, es gibt 20 Punkte für die beiden hier. Das heißt, wir haben einen Punktestand von 10 Punkte. 30? Ja. 30. Jetzt wird's interessant. Ja. Wir kommen nämlich zum letzten Spiel. Es gibt drei Fragen, a 10 Punkte. Bei der dritten Frage bekommt man aber keine 10 Punkte, sondern man darf sie jemandem abziehen. Da werde ich euch gleich nochmal fragen, wem ihr die Punkte abziehen wollt. Da kann noch echt vieles passieren. Ich hoffe immer noch auf zwei Verlierer oder drei und nicht nur einen. Deswegen, legen wir einfach mal los. So, nervös. Wie immer, aber der Punktestand gibt einem ein bisschen Sicherheit. Kann aber auch richtig scheiße laufen. Ja. Wir legen einfach mal los mit der wichtigsten Frage von allen. Wer kassiert die 10 Minuspunkte? Ja, ich glaube, als Teilnehmer und man weiß, da kommt irgendwas Schlimmes, geht es nur um eins. Nicht verlieren. Ich gebe es hin. Muss leider einen Duck abziehen. Duck. sorry, Bro. Was für ein Arsch. Sorry, Bro. Also, ist jetzt echt bitter, dass ich halt die scheiß Flaschenpost nicht richtig hatte. Deswegen muss ich es aber leider Kai abziehen, weil ich hoffe, dass er bei dem Schätzding jetzt verkackt. Und ich glaube, Marcy wird da eher richtig liegen, deswegen ziehe ich es Kai ab. Also mein erster Gedanke war, ich nehme Duck, damit er klar verliert. Aber andererseits wäre es irgendwie auch geil, wenn Kai und Duck verlieren. Ja. Deswegen nehme ich jetzt doch Kai, auch wenn natürlich ein großes Risiko darin besteht, dass dann auch ich verliere. Gut, dann kommen wir zur Frage 1. Und zwar ist Schottland ja dafür bekannt, Whisky zu produzieren und auch viel zu verkaufen. Mhm. Und auch nicht nur in Schottland, sondern auch nach Schottland raus. Jetzt ist die Frage, wie viele Whiskyflaschen werden pro Sekunde exportiert? Pro Sekunde? Puh, Alter. Kann man jetzt auch völlig daneben liegen. Pro Sekunde? Krass. Und das gibt's, da gibt es eine Info drüber irgendwo. Also klar, ja. Es kommen natürlich immer neue Brennereien dazu, steigt natürlich ein bisschen, ja. Aber das ist die aktuellste Info. Krass. Ja. Krass, Alter. Okay, krass. Ja. Jährlich ist die Zahl viel zu hoch, das kann ich nicht schätzen. Ich könnte jetzt mal so im Monat. Boah, ey. Keine Ahnung, ich kann jetzt auch nicht unter Druck nicht rechnen. Da muss man überlegen. Hast du eine Brennerei? 2 Millionen Liter im Jahr. Dann kommen wir auf. Was ist das in einer Sekunde? Alter. Es kann nicht viel sein eigentlich. Weil pro Sekunde ist schon echt brutal viel. Mhm. Ja. Deswegen sage ich jetzt 5. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt den richtigen Bereich bin. Es könnte auch so 200 die Sekunde sein. Und ich könnte sein. Dazwischen 40. 40? Ich sag 40. Ich habe keine Ahnung. Also müsste ich jetzt Kopf rechnen, aber ich kann unter Druck überhaupt nicht rechnen. In der Sekunde ist halt schon krass. Ja. Ein Tag wäre vielleicht ein bisschen besser. Wenn du es auf eine Minute hochrechnest, ist schon. Ja, sind halt mindestens 60 Flaschen. Also da Duck bestimmt 69 gesagt hat. Ich glaube, dass es eher ein bisschen weniger ist, sage ich jetzt 68. Kommen wir zu Frage 2. Wir müssen natürlich eine Frage nehmen, die auf meine Lieblingsbrennerei bezieht, sonst ist es ja langweilig. Und zwar Tamdu. Und da hat sie was geändert. Die befüllen ihre Fässer mit 63,5 Volumenprozenten. Aber seit 2016 erst. Mit wie viel Prozent haben sie es davor befüllt? %67. Ich meine 68,5, also fast 69. Sagst du es? Log ich ein. Verdammt tricky Schätzfrage, weil man es wissen kann. Mhm, wenn man unsere Videos schaut vor allem. Und man kann es auch sehr genau wissen. Mhm. 68,5. Dann zur letzten Frage, mit der man 10 Punkte abziehen kann. Geile Frage, war nämlich, ist gar nicht so lange her. Es wurde ein neues Fass, Macallan, versteigert zu einer neuen Rekordsumme. Was könnte dieser Preis gewesen sein? Ein Macallan Fass war das. Mhm. Zu einer Rekordsumme. Yes. Also ich weiß, dass es
Ich habe so am Rande mitbekommen, dass es natürlich eine extrem hohe Summe sein wird. Aber ich glaube, dass die Million nicht geknackt wurde und gehe deshalb auf 930.000. Mhm. Ich sag 3,5 Millionen. Mhm. Das Problem ist, ich weiß es nicht. Ich habe es auch nicht mitgekriegt. Das ist das Problem. Weil wenn ich es wüsste... Ist jetzt ein Elb. Ich hätte meinen Abzug anders machen müssen, weil ich weiß, so Marcy ist so einer, der weiß so eine Scheiße. Der weiß sowas. Ja. Komm, ich gehe auf. Einfach, weil 20 wird es nicht sein. Ich sag jetzt einfach mal, wahrscheinlich bin ich viel zu hoch. Aber ich sag 24 Millionen. So, wir kommen zur Auflösung. Leider nimmt alles schon sein Ende. Aber das Beste kommt ja eigentlich noch. Die Bestrafung. Wir gehen zu der wichtigsten Frage, wer wem Punkte abziehen würde. Wir fangen an, der Duck würde seine Punkte dem Kai abziehen. Ah ja, ich wusste. Naja, klar, wem sonst. Der Marcy würde seine Punkte dem Kai abziehen. Sehr geil. Wenn es spannend bleibt. Und der Kai würde seine Punkte trotzdem Duck abziehen. Geil. Sehr geil. Ich habe einfach keinen Bock zu reden. Ja, okay. Fair. Fair. Ganz einfach, dann lösen wir die Fragen mal auf. Frage Nummer 1 war die Frage, wie viele Flaschen pro Sekunde aus Schottland exportiert werden. Douglas hatte gesagt 5. Kai sagt 40. Und Marcy sagt 68. Warum nicht? Weil ich dachte, das sagt 69. Ja. Aber ich sag mal so, es ist einfach Schmutz, bei so einer Schätzfrage gegen Kai zu spielen. Es sind 42. Alter, was? Und ich habe da irgendwas zusammengerechnet und ich habe meinen Rechenweg. Ich könnte niemals aufschreiben. Alter, schön, ja. 40, krass. 10 Punkte für dich. Frage Nummer 2. Meine Lieblingsfrage in Bezug auf die Tambu-Brennerei. Oh. Wie viel Ihre Fässer mit 63,5 hat sich 2016 geändert? Duck sagt, Sie haben es umgestellt von 67% auf 63,5. Marcy sagt, Sie haben mit 68,5 die Fässer befüllt. Kai sagt auch 68,5. Und die Auflösung, es sind 68,5. Ja! Frage 3. Das Fass von McKellen, das auch versteigert wurde. Duck sagt, es wurde für 3,5 Millionen versteigert. Marcy sagt, es sind 930.000 gewesen. Kai sagt, 24 Millionen. Tschüss. Zum Glück. Kannst du die Brennerei kaufen für das Geld, Alter. Kauf das, Alter. Ein Schutz. Ja, er macht dich gerade verlustig. Er führt. Ja, ich weiß. Also jetzt mal wieder auf. Ja. Alter, und zwar 1,1 Millionen Euro. Und jetzt reicht dein Maul noch einmal auf mit deinen 10 Punkten. Und ich bin so froh, dass ich doch Kai gewinnt habe. Ja, genau. Ja, da hat genau sich gelohnt, deshalb, denn es gibt jetzt keine Gewinner, sondern nur Verlierer. Nein, es gibt zwei Gewinner. Es gibt zwei. Wann gibt es zwei Gewinner? Also das aber es gibt einen ganz klaren Verlierer. Ja, das ist ganz klar, ja. Ja, deswegen kommen wir zur Bestrafung. Beginnt natürlich immer mit einem Floki Young Malt. Alter, anders wird die Flasche halt leider auch nicht leer. Das Gute ist, du kennst ihn ja schon. Dass mal auch die Zuschauer wissen, was da eigentlich reinkommt. Das ist noch kein Whisky, das ist 2 Jahre alt. Wurde in frische Eichenfässer befüllt, nur dafür, dass danach richtig Whisky nochmal in die Eichenfässer befüllt werden kann, damit es ein Refill-Fass ist. Und genauso schmeckt es auch einfach nach Eiche, Mann. Ja. Möbelpolitur, Alter. Ja, genau. Ich schenke noch mehr ein. Ja. Ja, viel zu wenig. Das geht natürlich perfekt in Kombination mit eigentlich was sehr Geilem, aber in Kombination wird es halt doch nicht so geil. Und zwar ein Erdnussbutter-Rum. Aber alleine muss ich kurz shoutouten, er schmeckt richtig geil. Alleine. 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 Das ist ganz wichtig. Ja, aber ich kann nicht bestätigen. Ja. Echt geil. Oh, geil. Erdnussbutter also. Ja, ich hoffe, du bist allergisch. Ich hoffe, sauer. Beste kommt natürlich zum Schluss.
Mach was Prickelndes. Ich brauch's ja. Weinbeister ist das, Alter. Nice, Alter, beste. Weinbeister brauchst du, Mann. Hast dich auch. Ich auch übelst Bock. Ja, da hab ich richtig Bock drauf jetzt. Und natürlich auch noch schön. Ich da Bock drauf, Mann. Scheint immer noch nicht Bestrafung genug. Deswegen sippen wir drei Gewinnertypen. Ein Pity Weich 29. Oh, ja, finde ich echt nice. Mal so gut. Oh. Also der riecht unfassbar gut. Ja, also auf jeden Fall, der ist fantastisch. Warte mal, das ist so nicht ganz. Ja, das stimmt. Für uns drei Gewinnertypen. Jawohl. So. Jetzt bin ich aber auf die Live-Reaction echt gespannt. Ja. Lass dir schmecken. Ja, Slonche. Unten schon mal so eine richtig nice geil. Sülze von Waldmeister Heubraus. Übelst geil. Übel geil. Ja, danach muss ich mal ordentlich kotzen, Alter, was geht. Was? Ja, Ex ist halt weg. Das eh ekelhaft. Slonche, fickt euch. Zum Wohl. Schmelzen! Auch riecht der gut. Ah, geil. Auf dich. Slonche. Slonche, ihr Affen. Scheiße, ist das ekelhaft, Alter. Aber weißt du, was dagegen hilft? Ah, noch ein größerer Schluck. Nächstes Mal nicht verlieren. Ja, Mann, das sollte es auch werden. Alter. Gut, das war's. Wir haben aber noch interessante Fakten geschwind zum Schluss. Doug darf als nächstes Mal den Game Moderator machen. Und wir haben noch zwei Folgen, also die nächste und die übernächste, wo wir in unserem Rahmen spielen werden. Ab Folge 5 dürfen auch Gäste kommen. Einer hat ja schon Interesse gezeigt. Grüße gehen raus. Ja, wer Bock hat, ist natürlich herzlich willkommen und schreibt uns einfach an. Das kann natürlich auch so enden. Ja. Aber dafür macht es ja Spaß. Aber man kann auch gewinnen. Zum Beispiel mit sowas. Also, wenn ihr Bock habt, gebt uns irgendwie Bescheid. Entweder Kommentar, Instagram schreiben, scheißegal, meldet euch. Wir haben eh schon übelst Bock. Absolut. Deswegen hauen wir jetzt übelst rein. Eins würde ich noch. Okay. Falls ihr auch Spielideen habt. Wir sind zwar kreativ, ich denke mal, uns fällt bestimmt auch noch irgendwas ein. Ja, also aber wenn ihr sagt, ihr habt noch irgendein Spiel, da wollt ihr uns viermal drin sehen. Ja, das ist gut. Hey, dann haut's in die Tasten, lasst uns wissen. Die gefallen. Mal gucken, vielleicht setzen wir es um. Haut in die Tasten und wir hauen übelst rein. Aber und ich gehe jetzt übelst kotzen. Wiederschauen. Reingehauen.